Hier ist da eine komplett neue Fläche gemacht worden und eine Mauer zum Nachbarn rüber. Da gibt es noch eine kleine Außendusche und das ist immer ganz cool, wenn man so eine Außendusche hat, weil man einfach dann vorher schnell duschen kann, nachher schnell duschen kann. Und das ist dann einfach immer praktisch, wenn man nicht ins Haus hineinlaufen muss mit der ganzen Nässe. Man sieht also hier den Pool, der hat 2,40 m mit 2,40 m. Jetzt zeige ich euch mal so diese Infinity-Rinne. Die geht da einmal außen rüber um diesen Pool. Und da praktisch läuft das Wasser sauber drüber. Man läuft dann in die Filter rein und kommt wieder zurück. Die ganze Hülle, das ist ein GFK, das ist praktisch das gleiche wie halt die ganzen Schiffe gemacht werden, mit so einem Gelcoat ganz am Schluss oben drauf. Und das ist eigentlich vom Auftreten her, von der Haptik her, ein anderes Material wie diese Acrylwannen von Aristoglas, von den normalen Whirlpools. Und das ist von der Bauart her auch ein bisschen anders, das heißt, das wird so ähnlich gebaut wie ein Schiff. Das besteht aus mehreren Bausegmenten, damit man diese Form so zusammenbringt, aber das ist also wirklich schön gemacht. Hier ist noch, schauen wir, ob man es sieht. Jawohl, genau, hier gibt es noch die Luftsitzkissen, dann die Beleuchtung ist da noch, Jackdüsen. Wir haben hier vier Nackenkissen. Was noch montiert werden muss, das ist praktisch hinten der Coverlifter, der steht noch da. Den müssen meine Jungs noch mal montieren. Und so schaut Urlaub zu Hause aus. Der Bauherr hat sich selber dann noch eine Treppe gebaut. Der ist da sehr begabt in sowas, also das finde ich auch ganz schön. Warum ist schön? Weil praktisch der gleiche Stein, wie wir jetzt am Bodenbelag haben. Das glaube ich ist ein Travertin. Und da liegt dann der gleiche dann da oben drin. Oder ist ein Muschelkalk, man ist. Und dann schaut das wirklich stimmig aus. Von der Größe her ist die Terrasse so 4x4 Meter gemacht. Also das ist wirklich schön stimmig. Dann haben wir hier einen kleinen Ruheplatz, Doppelliege. Die Doppelliege baut der Bauherr grundsätzlich selber. Wenn ihr es braucht, dann könnt ihr es auch bei mir in der Ausstellung anschauen, auch kaufen. Liegt, glaube ich, so bei 4.500 Euro und ist also für außen wirklich ganz eine ergonomisch schöne Liege. Man kann sie rundum schön drehen, also die ist nicht fixiert, sondern kann man sie wirklich schön reinlegen. Also wenn ihr Interesse an so einer Liege habt, einfach mal kurz rühren. Gibt es, wie gesagt, auch bei mir in der Ausstellung drin, steht das gleiche Modell. Und einfach melden. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, wirklich traumhaft schön. Also das ist einfach schön. Geht mir gern her, freut man sich, ist mir gern daheim. Braucht man keinen Urlaub nicht mehr.